Hallo Leute und willkommen zu einem etwas anderen Let's Play von mir. Und zwar ein Together bzw. Alternate, gestartet von Clankan. Und zwar Final Fantasy Endless Nova. Ja, Clan hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und ja, hier bin ich. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt im Spiel. Wir sind Motor, ja. Die anderen haben wir zurückgelassen am Astral Tower. Und ja, ich würde sagen, wir erkunden jetzt einfach mal ein bisschen Nestilia. Erkunden es noch ein bisschen weiter, besser gesagt. Und ja, dann mal schauen, was uns so erwartet. Für mich ist dieses Spiel übrigens nicht blind. Das heißt, ich weiß in etwa noch, was uns erwartet. Was mich erwartet, hier in diesem Spiel. Und ja. Speziellen. Ich kann nochmal hier mit den Labern. Passiert aber soweit nicht viel. Denn wir müssen, soweit ich das noch weiß, hier rein. Hier haben wir einen Pupu. Der ist auch nötig. Und ja, hier können wir kämpfen. Hallo, nicht viele Leute kommen hier runter, um mich zu sehen. Kann ich dir helfen? Wer bist du? Mein Name ist Sanido. Dieses Museum gehört meiner Familie vor 2 Generationen. Oh, the last few. Seinen letzten habe ich ein paar starke Monster ausgesetzt, sie zu meiner Kollektion hinzuzufügen. Ja, und eben gegen diese Monster können wir kämpfen. What are in those cages? Monster, die ich selbst gefangen habe. Wenn du gegen sie kämpfen möchtest, sag mir Bescheid. Ich werde nur 1 gegen 1 Kämpfe. Ach, gegen die stärksten Monster. Also komm öfter. Ja. Help you, I want to face a monster. Also ich will gegen Monster kämpfen. Okay, das wird ein 1 gegen 1 Match und könnte fatal sein. Möchtest du immer noch kämpfen? Ja. Abgespeichert haben wir. Und ja. Dann wollen wir mal kämpfen. Der St. Gordon. Der St. Gordon. Werfen wir mal einen Crinop. Funktioniert nicht, okay. Gut zu wissen. Steinschutz aktivieren. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir da was gegen haben. Stone. Pinring. Und nochmal das Ganze. So, jetzt sollten wir aber gewappnet sein. Die Monster sind, wie ihr seht, ziemlich stark. Aber man kann sie schaffen. Und es empfiehlt sich in jedem Fall, gegen alle dieser 4 Monster zu kämpfen. Die werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Und wir bekommen einen Blade Blaster. So. Und er hat noch gesagt, er braucht stärkere Monster. So, Silver Slicer. Wieso hatten wir den noch nicht ausgerüstet? Frage ich mich gerade. Anyway, Blade Blaster haben wir bekommen.
one man then. Blade Blaster, key item. Maybe Moto can do something with this. Okay, das heißt, wir haben eine neue Technik für Moto gelernt. Nämlich den Blade Blaster. Ja, Moto lernt ihre Techniken durch Items, die wir bekommen können. Beziehungsweise kaufen können. Und ja, jetzt haben wir die erste davon. Ziemlich nützlich alle zu haben, auch gegen spätere Bosse. So, jetzt mal eben gucken. Was haben wir denn hier? Ach, nur normales Haus. Okay. Die Kisten sind schon offen. Nope. Nope. Yes. Ja, das war so eben eine Frage, ob wir hier reingeguckt haben und ihr habt auch ehrlich waren. Und wenn ihr sagt, nein, wir haben nicht reingeguckt, nein, wir würden auch nicht reingucken und das Ganze noch bestätigen, kriegen wir ein nettes Item. Nämlich einen Fairy Ring, den wir hier haben, der Poison und gegen Dunkelheit, also Blindheit, hilft. Das ist sehr nett. So, jetzt muss ich nur kurz überlegen, was das ausgelöst hat, dass es hier weiterging. Ob wir ins Schloss mussten, weil irgendein Trigger gab es hier, dass dieses Schloss... Ja. Es gab hier einen Trigger, dass hier was Bestimmtes passiert. Ja, bleiben wir mal über Nacht. Wir haben ja das Geld, dann können wir es auch einmal benutzen. Wir speichern unser Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins Schloss von Nissilia. Ah, und da sehen wir schon Ilana. Aber nicht lange, der König ist ein sehr beschäftigter Mann. Keine Sorge. Danke. Kann ich dir helfen? Nein. Ich sah nur gerade jemanden, den ich kenne. Weil den ich kannte. Hm, du siehst ein bisschen blau aus. Vielleicht brauchst du ein bisschen Spannung. Was meinen Sie? Ich meine, du solltest zum Museum gehen. Ich hörte, Sanido, der Eigentümer, hält einige starke Monster in seinem Keller. Was wir bereits getan haben. Interessant. Da waren wir gerade gewesen. Gehen wir also nochmal hin. Weil viel ändern wird sich nicht. Quatschen wir nochmal mit ihm. Wichtig war ja, dass wir mit Ilana gesprochen haben, dass wir hier gegen dieses Monster gekämpft haben. Ah ja, jetzt passiert's. Eine FC-Truppe? Warum sind sie hier? Das sollte ich mal genau untersuchen. Und es geht los. Also da muss dieses Gebäude, muss in dieses Gebäude reingegangen sein. Schauen wir mal, ob er hier drin ist. Und das ist er nicht. Seltsam. Gibt's einen Fehler in meinen Daten? Nein, es gibt keinen Fehler in deinen Daten, Moto. Der FC-Trooper war wirklich da. Und man hört's auch schon. Maschinengewehre. Motor, hilf mir mal, weißt du? So, jetzt. Leute, wieso habt ihr für Ibis keine Waffe mehr? Wieso hat Ibis bitte keine Waffe mehr, Leute?
Mal gucken, ob ich das nicht ändern kann. Nein, kann ich nicht. Dann muss Ibis halt so angreifen. Danke. Die Typen sind hier überall. Sind Darren und Liz, ja. Geht's Darren Liz gut? Ja, sie sind immer noch im Astral Tower. Wow, warum bist du dann hier? So, du musst also hier warten, bis sie zurückkommen. Das ist komisch. Statt die FC-Trooper, würden hinter euch her sein. Was geht hier vor? Elana ist im Schloss. Ist gerade jetzt im Schloss. Vielleicht weiß sie was. Sieht nach einem Plan aus. Lass uns gehen. Never mind. So, wir können hier noch gegen die kämpfen. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Cure auf dich. Und du machst mal Kressmann. Langsam werden die nervig. Haben wir irgendwas, was... Eye drops of motor. Du greifst an und du... Ja, verteidigen wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Mach mal deinen Blade Blaster. Und du benutzt Augentropfen auf dem Motor. Na egal. Den Kampf haben wir jetzt. So. Und ich werde uns erstmal wieder heilen. Und guck jetzt mal, dass ich in den Waffenladen komme. Nach diesem Kampf. Um mal zu gucken, ob wir nicht ein paar gute Waffen kriegen können. Gerade für Ibis. Es kann ja wohl nicht angehen, dass der hier ohne Waffe rumrennt. Oh, und diese Viecher nerven. Die nerven wirklich. Blade Blaster. Und du machst Cure auf Motor. So gut, jetzt können wir ihm wenigstens eine Waffe geben.
damit ich nicht mehr ganz so wehrlos ist. Jetzt auch gerade mal bei Rüstung gucken. Carbon Bangle, Platinum Armlet. Kriegt er natürlich das Platinum Armlet, ist doch klar. Gut, ansonsten ist alles schwächer für ihn. Ja, jetzt kann er wenigstens mal wieder mithalten hier. So, ansonsten werde ich den Portable Pupo mal benutzen. Shop. Denn ich möchte ein paar Augentropfen kaufen. 6 Stück sollten reichen. Potion, High Potion ist okay. Davon werde ich nichts kaufen. Diese Items hier, Clan, es wäre gut, wenn du die wieder entfernen könntest. Wenn du das hier siehst. Denn diese Items kriegt man später noch auf legalem Wege. Und wenn wir sie jetzt schon kaufen würden, würden wir uns eine ganze Sidequest praktisch, ja, erschleichen, sie unnötig machen. Und das ist sicherlich nicht in deinem Sinne. Ja, alles andere passt soweit. So, aber jetzt benutzen wir nochmal den Portable Pupu als in diesmal, ja. Damit wir auch voll geheilt ins Schloss gehen können. Und niemand attackiert Finale Capital. Finale Capital Troopers und überlebt. Ey! Geht's dir gut? Ey, warte! Ich schätze, wir werden den ganzen Spaß mit ihr haben. Ich werde mich niemals euch Space Ratten ergeben. Hey Lana, warte! Ibis, Motor! Ja, jetzt müssen wir natürlich auch sie... Leute, das ist ein Scherz, oder? Das ist ein Scherz. Geben wir mal Feuer. Geben wir ihr mal Poison Dark. Und geben wir ihr mal... Ifrit, würde ich sagen. So, Blade Blaster. Du guckst mal, ob das funktioniert. Und du machst mal Aqualung. Was ist hier los? Wo kommen die alle her? Ey, wir wollen nicht so genannt werden, das ist dir klar. Wir dachten, du wüsstest, dass Nesilia, also ob Nesilia im Konflikt mit Final Capital steht. Final Capital? Da kommen die also. Aber warum? Das war vor 400 Jahren zu Ende. Welcher Krieg? Ihr habt mich verloren. Finale war auf Koyas. Es war die Rival Nation of Nesilia. Es war der Rivale von Nesilia und sie hatten, ja, öfters mal Kriege. Auf dem Großen wurde Finale vom Planeten gefegt und die Leute bekamen Nomaden. Ja, bis sie den Reisen durchs All entdeckt haben. Das muss eine Form von Rache sein.
kann mir gar nicht vor. Ich kann gar nicht glauben, dass es vorher nicht. Dass mir das vorher nicht klar war. Wo sind Darren und Lisbeth? Ja, jetzt switcht. Ah. Okay. Nun, ich muss gehen. Ich muss sicher gehen, dass König Gorman in Sicherheit ist. Wir kommen mit. Stimmt's, Mutter? Mir ist nicht klar, warum nicht. Also, kein Problem. Danke. Gehen wir rein. Nicht bevor ich für Elana nicht noch eine Waffe geholt habe, weil es geht ja gar nicht, dass die keine Waffe hat. Also keine Waffe und keine gescheite Rüstung. Das kann nicht sein. Oh, das kann's echt nicht sein. Und dann nehmen wir natürlich den Battle Bamboo. Und bei Rüstung, was haben wir da Schönes? Ihr kriegt natürlich auch das Platinum Armlet. Und hier bei uns mal 7 Speed mal 3, hier bei uns mal 2 Speed Loss mal 3. Ich will mal sagen, wir geben Elana die Brigandine. Jo, erstmal Battle Bamboo, Platinum Armlet. Moment. Magie muss mal 6. Nee. Da sie mit Magie bewandert ist, soll sie mal lieber die Dings behalten. Denn Magie ist bei ihr doch besser dran. Sie ist mit Magie doch besser. So, hier haben wir auch einen Portable Poop. Hier haben wir auch einen Poop, bei dem wir natürlich direkt mal speichern werden. Und ich würde sagen, wir gehen noch ins Schloss. Ist jemand da? Versuch, dich ruhig zu verhalten. Deine Wunden werden nur schlimmer, wenn du redest. Ich sterbe bereits. Bitte, wir müssen die Königin und die Queen retten, und die Königin retten. Da sind wir bereits dabei. Nein, wir werden niemals in der Lage sein, das Siegel zu brechen. Sie haben den Thronsaal mit einer nicht magischen Barriere abgeriegelt. Nicht Magie? Du meinst technologisch? Weißt du, was es bewirkt? Also was diese Barriere bewirkt? Dieses Schloss hat 2 Türme auf jeder Seite. Die Gegner haben eine bizarre Vorrichtung auf jedem Turm platziert. Ich verstehe. Ich muss also nur diese Geräte zerstören. Bitte, nehmt das. Obtained Mega Potion. Yay. Sagst du noch irgendwas? Nein. So. Ja, und dich kümmern wir uns dann auch noch. Hier kommen übrigens nur diese dummen Finell-Soldaten. Niemand sonst. Auto-Battle ist ja ganz hilfreich. Gib die Kiste. Danke. Und dann wollen wir mal nach links gehen. Wir sind dämlicher Trooper, den wir besiegen müssen. Und mit den ganzen neuen Waffen ist es auch überhaupt kein Problem, die zu besiegen. Ah, weg mit dir und weiter geht's.
So, hier haben wir noch eine Kiste. Und wir gehen weiter. Um uns gleich den nächsten zu stellen. So, der ist schon mal weg. Und der auch. So. Weg mit dir. Ich kann die Sachen hier zwar untersuchen, das bringt aber nichts. Und da haben wir schon einen. Ihr seid gefangen. Ihr werdet festgenommen. Sie, Captain Strikes, ja. Hier sollte normalerweise der Turm zu sehen sein, nicht einfach so der Himmel. Ja. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, warum der Turm nicht zu sehen ist, aber naja. Den Kampf haben wir geschafft. Ah, das löst also das Feld. Das löst also diese Barriere aus. Sabotieren? Natürlich. Es müsste noch ein weiteres geben. So, das Ding ist weg. Und ja. Das Ganze haben wir natürlich auch noch auf der anderen Seite. Wo wir jetzt natürlich auch direkt hingehen wollen. Ihr seht schon, die Barriere ist deutlich schwächer geworden. Und ja, wieder mal so ein dämlicher FC-Trooper. Und das war's auch schon. Water Curtain mal 4. Gut. Ich will gerade gucken, wie sind unsere... So, Elana, du kriegst da wieder ein paar MP. Kannst du brauchen. Und Ibis, so... Der ist auch schon wieder weg. Der auch. Ah, die Kämpfe gehen schön schnell. Das ist sehr angenehm. So. Hier ist nicht viel zu machen. Hier gab es noch einen Äther. Und jetzt sind wir auch hier an der Spitze. Ich befehle euch aufzuhören. Ja, Fehlanzeige. Den FC-Captain machen wir natürlich jetzt auch ganz schnell kalt. Das war's nämlich schon. 450 Jill und Nether. Und natürlich wollen wir auch dieses Gerät sabotieren. So, bevor wir jetzt allerdings weitergehen, werde ich abspeichern. Denn, ja, jetzt kommt nochmal ein bisschen was auf uns zu. So, jetzt da die Barriere ja weg ist, können wir hier hoch. Und wir werden natürlich direkt angegriffen. Der ist weg. Und ja, der auch. Der ist schon gestorben, schon tot. Die werden es jetzt auch. Weg und der ist es jetzt auch. So, da will ich noch nicht hoch. Erstmal will ich hier mir die Räume angucken. Leider können wir in diesen freien Betten nicht übernachten. Das wäre zu schön. Aber naja, kann ja nicht alles wollen. So, Deadly Waste mal 12.
auch wieder ein Item, das wir beim Tauschsystem, beim Barter-System eintauschen können. Und nochmal dämliche FC-Trooper. So, die sind jetzt auch weg. Übrigens, ich bin noch am Überlegen, ob ich die Texte tatsächlich auch weiterhin übersetze, weil, ja, ich auf die Schnelle übersetzen muss, das ist nicht so schön. Da fallen mir auch dann öfters mal die richtigen Worte nicht ein. Und, ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich das so beibehalte mit dem Übersetzen oder ob ich die Texte einfach in Englisch vorlese. Ich denke, bis zum nächsten Part werde ich das aber dann entschieden haben. So, das hier war so ein kleines Belohnungssystem, sag ich mal. Je nachdem, wie viel von diesen Troopern wir erledigt haben, haben wir halt unterschiedliche Sachen dann bekommen. So, Cora! Bist du das, Ibis? Du bist zu einem guten Banditen herangewachsen. Du steckst hinter der Attacke? Aber wie? Die Final Army wird dich niemals als Commander zulassen. Ach, ich bin doch kein Commander, Süßer. Ich helfe nur einem Freund. Meinst Reef? Reef steckt hinter all dem? Nein! Ibis, Süßer. Sieht das nach seinem Stil aus? Ist das ein Stil? Aber genug über mich. Was machst du hier? Wir sind hier, um den König zu retten, du... meine Hexe. Und da war ihr Mund. Ibis, steckt ihr da mit drin? Oh, in diesen Zeiten bin ich froh, dass ich die Sukaro Hunter verlassen habe. Du bist nicht gegangen, du wurdest rausgeschmissen. Alle drei von euch. Ich befehle dir, die Königin freizulassen. Sofort! Meine Ohren! Wenn du gestattest. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht machen, Darling. Ich muss sie gefangen nehmen und töten. Hey, wer bist du? Buban Spezialability ist Kakuto. Diese Techniken involvieren die Benutzung einer speziellen Lebensform als Kampfwaffe. Genug! Ihr werdet alle sterben. Komm, Biomara! Der nächste Boss. Und bei dem unbedingt Krynorb. Unbedingt. Du stiehlst, du greifst an und du benutzt Haste auf Motor. Water Rope, bingo. Und mit dem Skelet Line nicht geklappt. So, Special Blade Blaster. Steel kann ich mir schenken, du machst Cure auf Motor. Du greifst mit... Nee, du benutzt Grinner Orb. Und du machst Hast auf Ibis. Und wieder nichts. Da wird der einen ziemlich nützlichen Spell. So, Grinner Orb. Du machst... greifst mal an. Du 1000 Nadeln und du... Grinorb.
Ah, wir haben ihn bereits. Den Vatara Wisdom. Ja, damit können wir uns die grüne Orb sparen und wir können zu Auto Battle wechseln. So. Cure auf dich selbst. Du machst Cure auf Fuban. Und du... als Chakra. Ich habe ja 2 MP. So, Cura hier. Du machst Panacea auf Fuban. Du greifst mit 1000 Nadeln an. Und du machst Haste auf Elana. So, du Blade Blaster, Cure auf dich, 1000 Nadeln, Angriff. Und das war's. 3000 Jill und ein Dragon Tail. Du hast verloren, Coral. You're outnumbered. Ihr wurde runtergemacht. Ist es nicht logisch, zu erkennen, dass du besiegt wurdest? Ich weiß. Ich muss nur mal was sagen. Du bist falsch, Ibis. Sag's falsch, Ibis. Ich weiß, dass ich zu gut war für Isokaro Hunter. Wir wurden ausgenockt und... Ich hoffe, ihr mögt, wo ich euch hinbringe. Ich weiß, ich werd's nicht. So, die sind ausgenockt. Und es geht mit Dart und Lisbeth weiter. Ah, das hat so lang gedauert. Ich weiß, ich kann's kaum glauben, dass wir endlich hier sind. Darren, ich weiß, ich hab dich jetzt schon mal gefragt, aber... warum machst du das? Warum nimmst du all diesen Ärger auf dich? Ich weiß es nicht. Was stimmt nicht mit mir? Darren? Du bist schon wieder in Gedanken. Tut mir leid, Lisbeth. Ich denke, wir sollten rausfinden, wer uns helfen kann. Darren... ja, jetzt geht's mit Darren und Lisbeth weiter. Und ich vergesse, ich rüste die jetzt erstmal aus. Chicken Waterguard, Vitalbonus mal 7. Der Vitalbonus ist mir deutlich wichtiger hier. Sorry. Was war denn hier nochmal nötig? Erstmal gebe ich dir mal das Gauntlet und kriegst noch Halle. Du kriegst eine Water Robe. Du bekommst mal Confu Prevention. Und ja. So, Leute. Ich werde hier jetzt abspeichern. Und werde den Part an dieser Stelle beenden. Ich denke, einen Part werde ich noch machen, bevor ich wieder einen Clan abgebe. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.